Ja, ein Stück haben wir noch bis zum Gipfel, aber da kommen wir auch noch hin. Da oben ist wieder ein Aussichtspunkt. Wir haben volle Energie, wir sind voll aufgeladen. Also würde ich doch sagen, wir kraxeln mal da hoch. Oh, das kostet uns ganz schön Energie. Vor dir liegt eine weitläufige Geröllhalde. Schon beim Betreten lösen sich die ersten Brocken unter den Füßen und rollen geräuschvoll bergab. Suche natürlich einen anderen Weg. Du beschließt, den Umweg in Kauf zu nehmen und das Terrain weitläufig zu umgehen. Ja, das machen wir auch. Trotzdem weiter da hoch. Wir müssen so und so da hoch. Egal wie. Da ist auch nochmal so ein cooler Aussichtspunkt, aber das ist eigentlich unser Gipfel, ne? Na, schauen wir mal, was hier passiert. Erst einmal. Du schaust in den sternklaren Himmel. Ja, juhu. Ich krieg Energie, will ich haben. So, jetzt ist die Frage. Wenn ich jetzt einfach nur da hochkraxeln möchte. Genau, dann bräuchte ich erst einmal irgendwie Schlaf. Und hier ist irgendwie kein Schlaf zu finden. Da aber auch nicht. Verdammt. Wo gehe ich denn jetzt lang? Vielleicht hier? Da kraxeln wir mal da lang. Habe ich denn noch ein Zelt? Stoppen wir mal kurz. Habe ich ein Zelt? Ja, eins habe ich noch. Ein Zeltteil habe ich noch. Boden. Halb eingegraben findest du eine verwitterte Steinplatte. Sie scheint alt zu sein. Sehr alt. Okay, ich kann sie ausgraben. Dann graben wir sie doch aus. Während du mit bloßen Händen in der Erde wühlst, fällt dein Blick auf die in den Stein geritzte Zeichen. Vermutlich ein Schriftensystem. Du bedauerst es, die Zeichen nicht lesen zu können. Vor langer Zeit muss es hier Zivilisation gegeben haben, was wohl zu ihrem Untergang geführt hat. Schließlich kannst du die Platte lösen und anheben. Darunter befindet sich ein Hohlraum, in dem du tatsächlich Vorräte findest. Und wieder eine Flasche. Na toll. Was mache ich denn mit so viel Flaschen? Irgendwas muss ich jetzt wegschmeißen. Ja, die kann ich... Sauerstoff und Körpertemperatur. Ich habe keinen Platz dafür. Ich will doch das auch nicht wegschmeißen. Für was brauche ich eigentlich? Ich glaube, den Lichtkegel brauche ich nicht. Ich würde das hier mal... Das geht jetzt nicht, weil ich gerade... Ah ne, das muss hier. Das ist ja für Wärme, ne? Okay, das ist auch Wärme. Das ist Energiekosten beim Klettern. So. Nochmal kein Licht mehr. Macht aber nichts. Ja, also alles, was hier drin ist, geht verloren. Naja, dann schmeißt man die halt wieder weg. Toll. So, wir wollen ja immer noch eigentlich da hoch. Hier gibt es keinen Schlafplatz mehr. Komme ich da hoch? Nee, auch nicht. Okay, ich glaube, wir versuchen einfach mal zum Gipfel zu kraxeln. Sommer. Ich glaube, wir schlafen gleich. Oh, sieht das Wetter auch wieder besser aus. Sehr schön. Wir haben wieder klares Wetter. Da hoch. Na, dann lasst uns doch mal erst einmal. Wir wollen ja eigentlich mal zum Gipfel. Wir wollen ja wissen, was passiert, wenn wir beim Gipfel sind. Okay, wir klettern jetzt da mal hoch. Ist mir jetzt egal. Wir klettern jetzt da hoch. So, ich will eigentlich ganz hoch auf den Gipfel. Schafft man das mit der Energie? Dann möchte ich da hoch. Ah, guck an. Hätte ich da gleich da hochklettern können. Egal, passt. Sieht gut aus. Ich schaff's auf jeden Fall auf den Gipfel, Leute. Wir sind schon jetzt auf dem Gipfel. 5 Minuten.
Dein Herz ist leicht und erfüllt von Freude, als du auf dem Gipfel stehst. Alle Strapazen sind vergessen, du genießt den Augenblick, er gehört ganz dir. Was für ein Abenteuer, was für ein Ausblick. Am Horizont erblickst du weitere Gipfel, höher noch als der, auf dem du stehst. Und auf einem der Gipfel ragt etwas in den Himmel, lang und schmal. Aus der Entfernung ähnelt es einer Antenne, aber das kann nicht sein. Oder doch? Du willst es dir näher ansehen. Dein Abenteuerdurst ist noch lange nicht gestillt. Vorher musst du es allerdings auch aus der Todeszone schaffen und einen sicheren Ort zum Rasten finden. Okay. Das heißt, wir müssen wieder runterkraxeln bis da hinten hin. Uiuiui. Ja, das ist doch mal eine wunderschöne kurze Fahrt hier. Bergfahrt. Wunderschön. So, wo müssen wir hin? Da runter. Okay. Hier erstmal runter? Ja. Blättern wir hier erst einmal runter. Da sind ja die ganzen tollen Sachen hier. Aber wir werden hier sicher auch noch was finden, oder? Weil wir wollen ja da lang. Das heißt, genau, wir müssen hier runter. Aber ich habe keine Energie, ich muss schlafen. Ja. Jetzt verliere ich Geisteskraft und Sauerstoff. Egal, das passt doch. Ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ein bisschen Geisteskraft. Ist ja auch noch die erste Level. Ich denke nicht, dass die mich hier umkommen lassen. Ich könnte ja dahin laufen. Oder muss ich wahrscheinlich alles wieder zurück? Oder ich könnte hier lang. Dann lasst uns erstmal hier runterkraxeln. Uiuiui, da sind jetzt ganz schön viele Dinge aufgeplöppt. Muss ich gleich schon wieder. Oh, da unten ist eine Lagerstelle. Guck mal an. Sehr schön. Nein, da komme ich nicht hin. Hier passiert jetzt nichts. Du betrittst deine Höhle schon nach ein paar Metern und spürst du einen riesigen Windhauch im Gesicht. Er scheint aus dem Inneren der Höhle zu kommen. Nee, ich muss mich aber schlafen legen. Hilft alles nichts. Ich habe auch kein Zelt. Ich habe auch keine Energie. Demher kann ich jetzt nicht da rein. So, wir wollen erstmal hier hin. Genau. Da ist sind gerade ein paar Steinchen runtergefallen. Das ist übrigens die niedrigste Grafikeinstellung hier, ne? Gut, ich meine, viel Grafik ist hier auch nicht. Reiche das Camp. Das ist unsere Aufgabe. Oh, da ist auch noch ein schöner Aussichtspunkt. Ein steingeschlagene Stufen führen dich zum Art Podest. Eine religiöse Stätte, ein Schrein. Obwohl du nicht sehr spirituell bist, spürst du eine besondere Aura an diesem Ort. Wahrscheinlich bildest du dir so nur ein. Trotzdem. Was bietest du um? Trotzdem bietest du um? Bietest du um? Wir wollen uns Energie natürlich. Und dann gehen wir hier hin. Ach du Schande, da muss ich ja komplett außenrum. Eieieiei. Aber soll ich da hin? Ich muss eigentlich da runter, ne? Da muss ich alles zurücklaufen. Nee. Das machen wir jetzt nicht. Wir laufen jetzt hier lang. Oh. Machen natürlich einen Umweg. Alles bisschen Sauerstoff stört nicht. Also ich würde da wahrscheinlich selber jetzt persönlich kein Meter kommen. Die Nacht beginnt. Na super. Aber gut, ist noch hell genug. Es ist eine klare Nacht. Ja, da sind wir gleich aus der Todeszone raus. So. Wir wollen da hintreiben. Okay, können wir bis dahin? Nee, können wir nicht. Okay,
Okay, dann gehen wir erstmal bis dahin. Gibt es hier irgendwas zu entdecken? Nein. Außer da oben. Ja, aber das ist mir jetzt alles zu weit weg. Ich möchte eigentlich nur noch... zum Ausgang erstmal. Um zu sehen, wie es hier überhaupt weitergeht. Dass wir heute noch ein bisschen was sehen. Okay, das wird nicht klappen. Dann würde ich sagen, wir schlafen noch mal ein bisschen, auch wenn es so komisch rumort hier. Aber nur kurz. Im Schlafsack, ja. Ich grab schnell, natürlich langsam. Wie immer. Okay, gibt so ein paar Events, die halt immer wieder kommen. An einen Ast eines Baumgerippes hängt ein Feldbeutel. Du stutzt. Es sieht für dich so aus, als hätte jemand ihn absichtlich dort platziert. Als du den Beutel öffnest, entdeckst du darin ein Zelt. Eine Gabel? Etwas in dir sagt, dass du nicht nur nehmen, sondern auch geben solltest. Ich kann nichts geben, weil ich keine Konservendose habe. Oder ich will gar nicht tauschen. Eigentlich will ich gar nicht tauschen. Wenn ich überhaupt nicht. Ich habe gar keinen Platz. Ich weiß ja, dass ich keinen Platz habe. Wir gehen jetzt einfach mal straight raus. Eine steile Felswand erhebt sich vor dir. Ob du hier einen Ort findest, um eine Rast einzulegen? Eine enge Schlucht verläuft mitten durch das Massiv und macht schließlich eine Biegung. Dahinter geht es nicht weiter. Dein Herz beginnt zu klopfen. Ein Tor aus Stahl versperrt dir den Weg. Aus Stahl. Gehst näher ran, um das Tor zu untersuchen. Plötzlich ein Brummen und ein Quietschen. Erschrocken machst du einen Schritt zurück, als sich die Torflügel langsam zu einem Spalt öffnen. Gleißendes Licht strömt heraus, ein Pfeifen dringt an dein Ohr. Wie in Trance gehst du in das Licht, setzt einen Schritt nach dem anderen. Die Welt um dich herum beginnt, sich zu drehen, immer schneller. Schwindel überkommt dich, das Pfeifen wird schriller und lauter. Du stolperst, suchst Halt, doch du findest keinen, dann stürzt du in endlose Tiefe. Das ist doch mal ein schöner Übergang, oder? Das ist die endlose Tiefe, Leute. Okay, was kriegen wir denn da? Wir haben hier auf jeden Fall einen Haufen Zeug. Einen Haufen Belohnungen. Okay, Himmelragenfiliale, bla bla bla. Inseln Außenwelt abgeschnitten. Doch nun ist der Zeitpunkt gekommen, die weiße Flecken auf der Landkarte zu tilgen und das Gebirge zu erkunden. Okay, das sind alles Verbesserungen. Zurücksetzungspunkt. Okay, Kapazität plus 10, freigeschaltete Items, Kletteraxt, Wanderstock und Taschenlampe. Und hier ist noch nicht viel passiert. Also hier haben wir wohl so richtig reingehauen, ha? Also ist es wichtig, jeden Blödsinn zu sammeln auf der Karte? Kann man das so sagen? So, und wo bin ich jetzt? Du schlägst die Augen auf. Wo bist du? Genau, das ist die Frage. Was ist geschehen? Du versuchst dich zu erinnern. Da war dieses Tor, durch das du gegangen bist. Verwirrt, keine Sorge, das ist normal. Wenn man die Zeitschleife bei vollem Bewusstsein erlebt, das muss an den Strahlungen liegen. Okay. Zeitschleife, Strahlung, wovon spricht die Person? Wer ist sie überhaupt? Hast du vielleicht Halluzinationen? Du fixierst den grün leuchtenden Anhänger, der vor dir auf den Tisch liegt. Dieser Stein hast du schon mal gesehen, schlagartig kehren deine Erinnerung zurück. Die wortlose junge Frau, die dich gerettet hat, als du beinahe in eine Felsspalte gestürzt bist. Wieso hat sie dir das nicht früher erzählt? Hättest du mir geglaubt und wärst mit mir gekommen? Wohl kaum. Es war wichtig, dass du es mit eigenen Augen siehst und erlebst. Ich weiß, wie verrückt das alles ist. Deshalb fürs Erste nur das Wichtigste. Wir sind in einer Zeitschleife und stecken auf der Insel fest. Ich habe jedoch eine Idee, wie wir hier wegkommen. Ich muss allerdings noch Berechnungen vornehmen. Okay, wir sind in einer Zeitschleife.
Was auch immer das bedeutet, und sitzen halt auf dieser Insel fest. Du kannst mir schon jetzt behilflich sein. Sobald du dich bereit dazu fühlst, solltest du wieder rausgehen und mir Informationen beschaffen. Du würdest außerdem besser und erfahrener werden. Nimm meinen Anhänger. Er ist nicht nur unsere einzige Chance, die Zeitschleife rückgängig zu machen. Er bringt dich auch zur Station, wenn die Zeit zurückgesetzt wird. Aha. Ich verstehe es noch nicht ganz, aber... Cool. Erkunde zuerst die Gegend und mach dich mit der Macht des Steins vertraut. Ich verlange viel, aber es gibt keine Alternative. Du musst mir einfach glauben. Ja, so ist es, ne? Gehe ich halt wieder raus, kletter ein bisschen in den Bergen rum, hol ein paar Informationen, von denen ich nicht weiß, welche. Und hab einen Stein. So, was haben wir denn hier alles? Ein Spezialwissen. Das ist unser Spezialwissen. Okay. Dann haben wir hier Team-Upgrades. Das ist doch mal schön. Terrainwissen. Null. Sehr schön. Was sind denn meine Upgrades, oder wie? Okay. Ereignis, Umgebung, Terrainwissen. Okay, das soll ich ja sammeln. Dann haben wir hier noch irgendwas zum Anklicken. Hier haben wir Missionen. Das dürfte klar sein. Hier oben haben wir die Abenteuerin. Dieser Charakter wurde freigeschaltet und ist auswählbar. Das ist sehr schön. Hier gibt es noch einen Wissenschaftler. Und hier gibt es einen Journalist. Wiederbelebung wird verwendet, um Charaktere wiederzubeleben, die keine Mission starten können, weil sie unter Zeitschleifenkrankheit leiden. Aha. Aber noch Zurücksetzungspunkt. Werden verwendet, um Upgrades zurückzusetzen. Kapazität beeinflusst, wie viele Gegenstände der Spieler aus der Basis auf eine Mission mitnehmen kann. Okay. Oh ja, das Menü. Weiter. Die Charaktere. Ah, guck mal, da sehen wir schon den Journalisten und Wissenschaftler. Das ist eine Wissenschaftlerin wahrscheinlich, oder? Sieht nicht aus wie ein Wissenschaftler, keine Ahnung. Und das sind jetzt hier unsere Upgrades, die wir machen können. Wir können jetzt die aktive Fähigkeit Sprint verringern, den Zeitkosten und zusätzlichen Körpertemperatur gewinnen bei Bewegung. Okay. Nachtschwärmer erhalte mehr Erfahrung in Events während der Nacht. Boah, das ist natürlich krass, oder? Oder meisterhaftes Klettern, geringere Energiekosten auf allen Terrains, 20% Energiekosten auf allen Feldern, dauert 3 Stunden, Abklingzeit 24 Stunden. Das ist okay, das ist nur aktiv während der Nacht. Das hier ist für 3 Stunden aktiv. Und wir haben jetzt aktuell 200 Punkte. Ich würde eher hier zu tendieren. Ne? Mehr XP gibt Level Up. Level Up gibt mehr Sonstiges. Ja, machen wir doch so. Was, wie? Warum? Kann ich ja nicht. Kann ja sonst nichts machen. Charakter können geupgradet werden. Ne, können sie nicht. So, das Inventar. Das ist unser Inventar. Okay, das ist unser Mannequin. Also auf jeden Fall nehmen wir natürlich ein Zelt mit. Dann nehmen wir natürlich das hier mit, um die Energiekosten zu sparen. Oh, natürlich eine... Ah, 15. Ah, okay, ich brauche irgendwas für 5. Ah, okay. Ein Seil ignoriere ich für begrenzte Zeit. Hm. Dann nehme ich das da ja lieber nicht mit, oder? Zelt kostet mich schon 30. Puh. Also ich würde sagen, lieber sowas hier. Zum Beispiel hier ein Kletterseil. Seil. Was haben wir denn noch? 15. So eine Flasche. Naja, Flasche brauche ich erst ab 6000. Die werde ich schon kriegen, oder? Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe noch 5. Egal. Muss so gehen. Na dann. Sollen wir auf eine neue Mission. Gut, schauen wir uns die Karte mal an. Wir sind die Abenteurerin. Ja, das haben wir ja schon jetzt hier. Bla, 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 bla. Dritter Berg, erster Berg, zweiter Berg. Okay, wir sind jetzt hier auf dem ersten.
Diese Mission habe ich geschafft. Jetzt soll ich hier runterklettern, oder? Ich dachte, es geht immer höher. Auf jeden Fall ist dieser dritte Berg hier wahrscheinlich die Endstation. Investigativer Journalist. Journalismus. Gerüchte zufolge hat sich ein Journalist auf dem Berg verirrt. Finde ihn. Okay. Nebenmission. Wissenschaftler auf Reisen. Nebenmission. Kann ich da alle machen, oder? Nicht, dass ich, 2 Sterne. 1 Stern. 2 Sterne. 1 Stern. Was ist das hier? Finde 2 Zeitanomalien. Erreiche danach den Zielort. Ich habe sie noch nicht gespielt. Also ich werde jetzt einfach die erste spielen. Also hier ist kalt. Vorwiegend kaltes Wetter. Okay. Das bedeutet... Ja. Ist halt kalt, ne? Gut. Machen wir doch einfach. Investigativer Journalismus. Gerüchte zufolge. Genau. Hat der sich da verirrt? Ah, jetzt kann ich nochmal das Inventar... Charakter tauschen geht ja nicht. Ich habe ja keinen anderen Charakter. Da kann ich das Inventar nochmal öffnen. Ich frage mich gerade. Was ist das? Achso, da kann ich. Nee, das ist schon gut, glaube ich, so ein Seil, wenn es da gefährlich wird. Okay, wir starten einfach die Mission. Was soll schon passieren? Wenn, dann fallen wir halt in irgendeine Spalte und dann war's das. Aber. Es ist ja irgendwie eine Zeitschleife. Die mysteriöse Fremde hat eine weitere Person im Gebirge gesichtet, die wohl von außerhalb kommt und ausgerüstet ist wie ein Journalist. Das kann kein Zufall sein. Du willst ihn als Verbündeten gewinnen. Dazu musst du ihn jedoch erstmal finden. Ah, also wir haben ihn nur gesehen. Das ist schön. Und wo könnte der dann sein? Also gibt es da irgendeinen Anhaltspunkt oder? Nö, ich kletter hier einfach wild durch die Gegend. Und hoffe, dass ich ihn finde. Ah, hier. Ortungsgerät benutzen. Finde dein Ziel anhand der Ping-Geräusche und der Kamera. Ein stationäres Gerät zum Suchen von Anomalien aktiv bis zur nächsten Bewegung. Ah. Okay, jetzt kann ich mit der mittleren Maustaste hier ein bisschen rumscrollen. Okay. Dann müsste es hier sein. Interessant. Gut, kann ich das Ding auch wieder ausmachen? Gut. Gehen wir erstmal hier hin. Ja, und dann würde ich sagen, suchen wir den nächstes Mal, oder? Reicht ja auch völlig. Jetzt haben wir ja die erste Mission mal gesehen. Du lehnst dich an eine Felswand. Eine Melodie dringt an dein Ohr. Leise und zart und wunderschön. Für einen Augenblick schließt du die Augen und atmest tief und gleichmäßig. Du lauscht weiter. Die Musik kommt aus dem Inneren des Berges. Vielleicht eine weitere Hinterlassenschaft der Besatzungsmächte oder etwas noch mysteriöseres. Doch egal was es ist, es zaubert dir ein Lächeln auf die Lippen. Schön XP gesammelt. Gut, ja, gut, dann schauen wir doch nächstes Mal. Können wir hier noch ein bisschen rumpingen? Ach, guck mal, da sind wir richtig nah dran an ihr. So klettert es sich schlecht, wenn man da dauernd in seine Hand pusten muss. Bin ich jetzt hier? Da gibt es kein Signal, also nur hier gibt es ein Signal. Okay. Gut, können wir wieder ausmachen. Da oben ist schon ein Schlafplatz, haben wir alles schon. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Cut. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.